Hi und hallo bei Bauboom Bang und dem Project Bang der Erleuchtung. Ihr wundert euch, warum ist das so eine komische Perspektive? Was macht der da? Ja, genau, heute geht's um ein Thema, was ganz viele beschäftigt, und zwar Licht. Ich habe auch unfassbar lange dafür gebraucht, eine Lösung zu finden und habe quasi ja ein kleines Testprojekt, als ich angefangen habe, meine Werkstatt umzubauen, an die Decke gebracht. Ich hatte vorher auch den Klassiker, diese Neon-Leuchtstoffröhren, Gehäuse extra für Keller und Nassbereich und so weiter oder für die Garage. Und die haben in den meisten Fällen 8 bis 10 cm Aufbau. Das bedeutet bei mir, ich habe wirklich nur 2 Meter und 1 Deckenhöhe. Das ist eine Vollkatastrophe. Ich bin laufend daran hängen geblieben, dann kennt ihr das. Die sind in diesen Spannklammern eingeklickt und dann kommst du da irgendwie gegen und tack. Und dann kommst du dreimal dagegen, dann ist die Leuchtstoffröhre kaputt. Das schadet der Umwelt, das ist alles uncool und die Dinger verbrauchen trotzdem auch noch richtig Strom. Das wollen wir alles nicht, deshalb habe ich nach LEDs geguckt. Dann habe ich mir erst ein LED-Panel mal geholt. Die haben aber auch einen relativ großen Aufbau. Also sind immer noch irgendwie 5 cm, 4 cm wegen dem Trafo meistens, weil der Trafo so dick ist und dann dem Aufbau und so weiter und so fort. Und dann bin ich auf eine Idee gekommen. Was ist denn mit LED-Stripes? Tja, und dann habe ich lange gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Und dann habe ich, Achtung, kurzer Werbeblock, bei LED1.de, genau, bei den Kollegen, habe ich eine High-Performance-LED gefunden in 4000 Kelvin. Also das ist quasi, man kann es dort in 20 cm Stücken kaufen. Und wenn man halt mehrfach 20 cm kauft, kriegt man es halt an der Rolle. Oder eine ganze Rolle. Im ersten Schub habe ich eine ganze Rolle gekauft, 5 Meter. Deshalb seht ihr, also ihr seht jetzt nur ein paar, jeweils 1 Meter Streifen. Dazu habe ich Aluprofile bei denen bestellt. Da kann man quasi die LED-Streifen reinkleben und dann quasi verbinden. Seht ihr, hier ist dann da jeweils das Ganze verbunden mit einem Trafo. Trafo-Bild zeige ich euch nachher auch. Und weil das so cool funktioniert und ich die eine Seite schon erhellt habe, da habe ich 5 Meter installiert, kommt jetzt auf der anderen Seite, kommen noch 3 Meter dazu. Da mache ich nur 3 Streifen. Das hat einen kleinen Grund wegen Lichtschatten und so weiter. Geiles Bild. Und ich habe mir nochmal welche bestellt. Genau, selbst bezahlt. Und genau. Und die werde ich jetzt mit euch auspacken, damit ihr mal seht, wie die aussehen im Rohzustand. Und dann werde ich einen kurzen Zeitraffer machen davon, wie ich die installiere, weil Elektroinstallation möchte ich euch nicht zeigen, weil ihr wisst warum. Gefährlich, gefährlich. Und jedem seine eigene Verantwortung. Also holt euch lieber jemanden, der es kann. Ja, und dann zeige ich euch das Endergebnis. Aber wenn ihr die auch kaufen wollt, ich habe mit denen einen Deal gemacht. Und der Deal ist unten in der Videobeschreibung. Nur für euch. So, das Paketchen ist bei mir angekommen. Und das mache ich jetzt mal hier auf. Alles gut verstaut. Verstaut. Verklebt meine ich natürlich. Da geht's auf. Nee, wo geht's denn auf hier? Ah, da was? Wird schon nicht schlimm sein. Zack, einmal mache ich hier einfach auf. Haha. So. Also ihr seht, alles tipptopp verpackt. Da ist... Ah, okay, meine Rechnung. Also ihr seht, einmal scharf stellen. Das sind Solarox High-Performance LEDs. Das sind die Pro 2 in 4000 Kelvin. Das ist ein schönes, angenehmes, dem Tageslicht entsprechendes Licht. Das ist also auch nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt.
Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass euch kalt oder warm wird natürlich, ne? Genau, so, und ich habe jetzt 3 Meter nochmal bestellt. In dem Falle seht ihr das, 15 Pieces, 15 mal 20 ergibt 3 Meter, genau. Die packe ich jetzt noch nicht aus, seht ihr gleich, aber die sind so konstruiert, dass da ein Anschlusskabel dran ist und dann gibt es extra Anschlusskabel, die ich auch mitbestellt habe. Die hoffentlich jetzt hier mit drin sind. Ja, genau, die sind hier mit drin. Und dann noch ein Verbinder. Und genau, und dann noch eine Schiene, weil ich noch Schienen hatte von einem anderen Projekt. Und deshalb brauche ich jetzt nur eine. Da sind auch extra so Deckenhalter-Clips dabei. Immer 2 Stück dann für eine Deckenhalterung. Genau, die kommen dann an die Decke. So, und dann seht ihr, die haben, seht ihr das hier mal im Profil? Das ist das Alu-Profil. Und hier ist jetzt noch so eine Linsenabdeckung drauf. Ich bin ja ehrlich, ich habe die Linsenabdeckung abgemacht. Ich weiß nicht, ob das der LED schadet, bei mir bisher noch nicht. Aber die Linsenabdeckung, die soll eigentlich das Licht noch ein bisschen weiter streuen. Das funktioniert aber besser, wenn die LEDs einfach noch höher an der Decke sind, weil bei mir hat das zur Folge, dass eigentlich noch weniger Licht rausgekommen ist. Genau, aber hier einmal das, dann zeige ich euch hier noch die Anschlusskabel, ne? Anschluss muss ich jetzt nicht erklären, schwarz und rot. Aber das Geile ist, es ist halt quasi ein Klicksystem. Das heißt, ihr könnt die LEDs alle 20 cm mit einer Schere zerschneiden. Ihr braucht gar nichts zu löten. So, und das ist der Klick. Da kommt der LED-Streifen rein, wird zugeklickt und fertig. Und das ist ein Verbinder, da habe ich 2 Stück von bestellt. Das ist quasi das gleiche wie das Anschlussstück. Da könnt ihr auch einfach von rechts und von links einen LED-Streifen, wenn ihr mal kürzere Stücke noch übrig habt und ihr wollt die verlängern, könnt ihr das damit machen. Also auch top Teil. Kann man da auch einfach mit bestellen. Nennt sich Verbinder für einfarbige 10 mm LED-Strips. Genau, und das sind die Anschlusskabel für die 10 mm LED-Strips. Und jetzt packe ich das mal aus hier. Müsst ihr aufpassen, dass ihr wirklich saubere Hände habt. Da ist hinten ein 3M-Klebestreifen drauf, damit das wirklich richtig gut auch hält. Und hier seht ihr, das sind die LED-Streifen. So, so sieht der LED-Strip aus, in ganz nah. Das hier jeweils da, wo die Kupferkontakte sind, das sind Lötstellenpunkte. Das heißt, das ist ein Punkt, wo ihr ein Anschlusskabel anlöten könntet, wenn ihr löten müsstet. Das sind aber auch gleichzeitig die Kontakte für die Schnellverschlüsse und auch für die Verbinder. Da ist jeweils in der Mitte, seht ihr vielleicht, eine kleine Schere. Das heißt, das ist auch der Punkt, an dem ihr diese LED zerschneiden könnt. Es ist jeweils auf einem LED-Stripe sind 7 LEDs. Genau, so schaut's aus. Schön mit der Japansäge den Kabelkanal ablängen. Die Schnittkanten eben noch kurz anfeilen. Nur dafür, dass da scharfe Kanten nicht mehr Kabel kaputt machen können. Leute, ihr seht, was ich für Löcher bohre. Ich kann euch nur sagen, diese Uneo von Bosch ist eine kleine Schlagbohrmaschine. Die habe ich jetzt echt schon, also bestimmt 6, 7, 8 Jahre. Was ich mit der für Löcher schon in Stahlbeton und Gott weiß wo reingekloppt habe. So langsam geht der Akku zur Neige, aber ey,
Top-Teil, wirklich top. Wenn ihr eine kleine mobile Schlagbohrmaschine sucht, ich weiß gar nicht, ob es die noch überhaupt zu kaufen gibt, da gibt es wahrscheinlich schon 35 Nachfolger von, aber kann ich euch nur sehr empfehlen. So, haha, ich bin so froh, es hat funktioniert. Die Löcher sind in der Decke. Ich habe alles installiert. Und jetzt werde Licht. Ihr wundert euch natürlich, ich habe natürlich ein Hilfslicht, weil Sicherung raus, damit der Strom weg ist. Kein Reststrom auf dem Trafo, das ist auch ganz wichtig für die Installation. Nochmal nach der Installation alles komplett checken. Es sind wirklich alle Pole richtig und so weiter und so fort. Liegt nicht irgendwo noch ein offenes Kabel rum. Genau. Und dann sage ich jetzt Hilfslicht aus. Und es werde Licht. Ja, ihr seid die Ersten, mit denen ich das checke. Und wie ihr seht, das ist traumhaft. Ich habe jetzt hier eine etwas hellere Seite und eine, ja, auch extrem helle Seite. Und jetzt, wo ich das gerade sehe, hätten hier vielleicht auch 3 Streifen gereicht. Also 3 Meter, weil hier sind jetzt auch 3 Meter. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes, harmonisches Licht, was unten ankommt. So, hier seht ihr den LED-Streifen quasi in dem Aluprofil jetzt eingeklebt. Das Ganze mit dem Aluprofil hat unter anderem auch den Sinn, dass dieser LED-Streifen gleichzeitig durch das Aluminium gekühlt wird. Also es wirkt wie ein Kühlkörper für den LED-Streifen. Genau, das wird, der wird dann halt so da reingeklebt. Und gleichzeitig auch die Halterung. Hier sehen wir ein Beispiel für einen LED-Verbinder. Das ist quasi ein langer Streifen. Und dann habe ich noch ein Endstück. Und das kann man dann mit den Kupferkontakten, die dort dran sind, miteinander verbinden. Genau. Das ist der Trafo, den habe ich auch einfach so an die Decke montiert. Der ist auch mit Kühlrippen und allem drum und dran ausgestattet. Und an dem hängt natürlich dann die restliche Verkabelung, wie ihr seht. Ja, und ich versuche euch mal so ein Bild zu geben, wie das jetzt aussieht. Harmonisch, schön, leider noch unaufgeräumt und natürlich noch bei weitem nicht fertig. Aber jetzt einfach ein anständiges, schönes, harmonisches Licht hier drin. Und ihr seht, ich komme leider wegen dem Mikrofon nicht höher, aber wirklich eine Top-Aufbauhöhe von knapp 2 cm ungefähr und genügend Deckenfreiheit jetzt, also Kopffreiheit. Das bedeutet, es sind jetzt alle Ecken in meiner Werkstatt perfekt ausgeleuchtet. Und jetzt kann es weitergehen. Ich hoffe, ihr hattet einen kurzen Einblick, auch wenn ich euch nicht so viel zeigen konnte. Das tut mir wirklich leid, aber das ist nun mal so. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Weiterhin bei BauBoomBang. Vielen Dank für eure Treue. Hi, neue Abonnenten. Und lasst mir einen Daumen da. Kommentiert fleißig. Bis ganz bald. Euer BauBoomBang.